Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute öffnen wir einmal mehr den 20er Glücksschlüsseltresor und zwar 10-mal in Folge. Mal schauen, was wir so daraus bekommen. Ja, meine Freunde, es geht Schlag auf Schlag. Ich drehe hier schon wieder die nächste Folge und das, obwohl die letzte Folge noch gar nicht online gekommen ist. Beim letzten Mal hatten wir ja einen echt guten Run, haben zweimal A-Coins bekommen. Einmal die 1250 und einmal die 750. Und wir gucken mal, ob wir, naja, dieses Glück diesmal erneut abrufen können. Wir hatten ja letztes Mal schon drüber geredet, welche Skins ich mir wünsche. Allem voran natürlich hier der Pearl Neon Skin. Das ist so mein... Ja, also den will ich unbedingt haben. Ich finde diese Farbe einfach wunderschön. In der Zwischenzeit habe ich die Star Sprangle Skins aus dem Tresorrausch gekauft. Das heißt, die sind auf jeden Fall schon mal raus. Auch die Freedom Guards habe ich alle gekauft. Das heißt, die sind ohnehin noch aktiv im Tresorrausch. Aber die sind natürlich dann eben auch weg im späteren Verlauf. Die Hazmat Skins, die würde ich natürlich gerne haben. Und natürlich auch hier ein paar von den Ashwalkern, dann natürlich die Bloodmoon-Skins, die mir noch fehlen, Tyrant Knight oder Tyrant Midnight und ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel hier den Permafrost, haben wir beim letzten Mal ja auch den Brickhouse bekommen, wunderschöner Skin gewesen. Und es sind jetzt ein paar neue Skins dazugekommen, weil in der Zwischenzeit ist ja Blockhorn auf den Markt gekommen. Da gibt es auch die ein oder andere Sache, die ich gerne hätte. Und zwar auf jeden Fall Cardinal Rule, wahnsinnig geil, also wenn wir den kriegen könnten, das wäre natürlich, boah, das wäre fast so gut wie der Pearl Neon Skin. Auch der Arcane Jade sieht auf ihm sehr gut aus. Und was ich auch noch gerne hätte, wäre der hier, der Arctic Camo, der gefällt mir nämlich auch relativ gut. Ansonsten halt natürlich wieder die A-Coins, am liebsten natürlich die 2500. Gut, jetzt drehen wir mal am Rad und gucken, was wir so kriegen. So, Zug Nummer 1. Und es dauert wieder ewig. Ah, wir kriegen auf jeden Fall Skin. Oh, Permafrost, sehr schön, geht ja schon mal gut los. Permafrost für MD. Ja, den nehme ich gern mit. Den nehme ich aber sehr gerne mit. Gut, kommen wir mit Zug Nummer 2. Und schauen mal, ob uns das Glück wieder so holt. Es werden die Credits, ne? Ja, Schande, natürlich werden es die Credits. Ah, wo wir das letzte Mal noch so viel Glück hatten mit den Credits. Ich denke, das Glück ist uns diesmal nicht so hold. So, Zug Nummer 3. Ach, da war der Pearl Neon Skin. Na, wir kriegen was für Lacewing, okay. Desert Camo. Ja, der macht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so an. Ich finde, für Lacewing gibt es tatsächlich nur sehr wenige wirklich gute Skins. Der Cardinal Rule, den habe ich aber schon. Der sah ganz gut aus, aber das war es eigentlich auch im Großen und Ganzen schon wieder. Aber na gut, ein Lacewing Skin, warum nicht? Kann man mitnehmen. Wir gehen direkt zu Zug Nummer 4 über und schauen mal, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben. Wieder ein Lacewing Skin. Starfield. Ja, gut, okay. Starfield sieht jetzt nicht so schlecht aus. Kann man lassen. Ist für mich jetzt aber auf gar keinen Fall irgendwie ein ja, besonders guter Zug oder so. Oder ein besonders guter Reward. Schade, Marmelade. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Zug. Das müsste jetzt Zug Nummer 5 sein. Und Tyrant Midnight. Jawohl. Sehr schön. Tyrant Midnight für Hemlock. Hammerhart. Ich mag den Tyrant Midnight Stil. Dieses Blau-Graue mit den violetten Lichtern. Das sieht schon echt cool aus. Gut, dann haben wir ja schon mal zwei sehr gute Puls gehabt nach 5 Zügen. Machen wir doch ohne Umschweife weiter. Zack und... Komm. Na, es werden die Credits. Ja, natürlich werden es die Credits. Es werden immer die Credits. Keine Ahnung, wie ich das letzte Mal so viel Glück haben konnte. Aber es war mir vollkommen klar, dass mir das diesmal nicht unbedingt hold ist. Und es werden wieder die Credits. Nein? Ach, okay. Wood Dragon. Ja, ich weiß nicht. Wood Dragon ist auch eine relativ moderne Variante der Skins.
Ja, die Idee an sich finde ich schon nice, hier mit dem Schuppenpanzer und auf Drache und so weiter, aber es sieht einfach nicht gut aus. Es tut mir leid, aber es sieht nicht gut aus. Ne? Auch hier jetzt bei Juggernaut, auch wenn wir hier einen kleinen Kontrast mit dem Grau drin haben, aber nee, es gefällt mir einfach nicht. Der Wood Dragon sieht scheiße aus, es tut mir echt leid. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Zug und komm, A-Coins. A-Coin, jawoll, 750 A-Coins. Sehr schön. Hey, dann haben wir ja heute, haben wir schon drei gute Sachen gehabt, ne? Einmal den Permafrost für MD, Tyrant Midnight und eben jetzt die A-Coins. Ich glaube, zwei Züge müssten wir noch haben. Mal gucken, wie die so laufen. Oh, jetzt brummt da draußen so richtig schön laut ein Auto vorbei. Das braucht es natürlich. Komm, der Hazmat-Skin. Komm, jawoll! Jawohl, Hazmat für Tengu. Mega nice. Okay, ich spiele Tengu zwar nicht mehr, aber hey, das ist ein cooler Skin. Das ist ein richtig, richtig cooler Skin. Gefällt mir. Sehr schön. Hey, wir haben ja doch richtig Glück heute jetzt am Ende. Sehr schön. Letzter Zug für heute. Mal gucken, was wir kriegen. Komm schon, enttäusch uns nicht. Gib uns was Gutes. Jawohl. Nice. Arcane Jade für Seeker. Mega, hey, die letzten Puls sind ja der absolute Hammer gewesen. Richtig, richtig, richtig schön. Ja, meine Freunde, wir haben zwar nicht so viele A-Coins diesmal bekommen, nur 750, aber es waren am Ende doch einiges an guten Skins dabei. Permafrost, Tyrant Midnight, Hazmat Skin, dann jetzt eben hier am Ende noch den Arcane Jade, hey, ich bin voll zufrieden. Was haltet ihr von dem Opening von heute? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns dann im weiteren Opening und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.